Da sind wir zurück bei The Simpsons Hit and Run und ich habe nach dem letzten Part weiter aufgenommen und ja, danach hat es so geruckelt, dass ich nicht weiter aufnehmen konnte. Also es ist, keine Ahnung, ich musste danach auf jeden Fall aufhören und dann habe ich es einfach zurückgesetzt, also nicht zurückgesetzt, aber was will ich sagen? Genau. Die Mission und die Fraps-Aufnahme hat so geruckelt, dass ich dann aufgehört habe und ja, mir geht's jetzt besser. Ich bin nicht mehr erkältet, glaube ich zumindest. Es müsste alles okay sein. Ich habe einen neuen Monitor und ich habe das Gefühl, dass die Farbe bei den Personen, bei den Simpsons irgendwie viel blasser ist als vorher. Da kann ich nichts dran ändern. Ich habe gerade eben ein bisschen rumprobiert. Ja, auf jeden Fall. Wir machen dann weiter jetzt, wo wir aufgehört haben. Okay. Wie kriege ich nur das neue Videospiel? Wen interessiert das? Videospiele gab es so in den späten 90ern. Verbotene Feuerwerkskörper sind im Moment absolut in. Also beeil dich ein bisschen, wenn du diesem Trend folgen willst. Verbotene Feuerwerkskörper? Oh nein, Massenkriminalitäts. Waffen. Sammle Feuerwerkskörper in ganz Springfield ein, ehe die Zeit abgelaufen ist. Gehe Chief Wiggum aus dem Lord Weg. Simpson stets zu Diensten. Oha, wir müssen der Polizei also Zeit für Rock'n'Roll. Ziel ein. entkommen. Aber auf jeden Fall erstmal zu Mo in 50 Sekunden. Och, das ist easy. Schaffen wir doch locker. Ich glaube, zwei Westenkameras fehlen uns noch. Eine weiß ich, weil aus dem Part, den ich dann abgebrochen habe. Aber auf jeden Fall sprechen wir erstmal mit Otto und der hat uns Folgendes zu Eine sagen. Liste deiner besten chinesischen Froschlauncher, bitte. Hier sind 2 Kilo chinesische Himmelsblitze. Die pusten dich ins All. Auf Otto ist immer Verlass. Der kann uns auch anderes Zeug verschaffen. Mo, hast du vielleicht Feuerwerkskörper? Tut mir leid, Bart. Ich darf keinen Alkohol an Minderjährige ausschenken. Das ist nicht richtig. Ich bin hier, um Feuerwerkskracher zu kaufen. Na super. Na super. Kindersache. Kinder. Ja, okay. Wenn das ein Kind wie Bart hinbekommt. Drück mal auf die Tube. Fahr zum Rathaus von Springfield. Okay, das kriegen wir, glaube ich, auch noch hin. Das kriegen wir alles hin, das ist alles viel zu leicht und dieser Taxifahrer ist blöd. Scheiße. Egal. Das war mehr als nur ein Blechschaden. Das war echt klasse. Das Dreh dich Rathaus nicht müsste hier auf. links sein. Ah ja, genau. Mit Snake müssen wir reden. Oh, ob das eine gute Idee ist. Nette Fahrkünste, Mann. Ein Dutzend deiner besten Tijuana-Toilettenkracher, mein Freund. So, hier, kleiner Gangster. Puste dir aber nicht die Hand weg. Oder doch? Was geht mich das an? Wofür brauchen wir die eigentlich? Einfach nur so, ne? Weil sie illegal sind, ne? Tja, tja, die Jugend von heute. Wollen immer einen drauf machen. Wieso hat Bart eigentlich ein Auto? Er hat in der Episode den Führerschein bekommen, ja, aber trotzdem. Es sind die Simpsons, ihr habt recht, okay. Und Chief Wiggum steht da schon so, als wollte er uns gleich hinterherjagen. Ralph, man munkelt, dass du Zugang zum Feuerwerksvorrat deines Alten hast. Nach einem Feuerwerk dröhnen mir die Ohren. Hier sind ein paar Bonbons und jetzt her mit den Krachern. Mein Daddy wird dich ins Gefängnis stecken. Wiedersehen. Wiedersehen. Oh, Ralph. Feuerwerkskörper, hä? Du legst es wohl auf 5-mal lebenslänglich an. Gemeinnützige Arbeit, meine ich. Wäre auch ein bisschen Das klingt übertrieben. überhaupt nicht gut. Gemeinnützige 5 Jahre lebenslänglich. Oder was? Wie hat er das ausgesprochen? Keine Ahnung. Wir versuchen auf jeden Fall zu entkommen. Was gerade nicht so funktioniert. Wir werden wahrscheinlich hier rechts die Abkürzung nehmen. Ja, das war cool.
Ja, sieht nicht gerade toll aus. Er ist vor allem schneller als wir. Okay, er ist hängen geblieben. Er verliert an Verfolgung. Ah, er ist über uns. Das heißt, er ist sozusagen gearscht. Jetzt habe ich Recht und Ordnung aber mal gezeigt, wo es lang geht. Tja. Fahr zu. Das ist so cool wie ein Swimmingpool. Googoplex. Ich habe es immer Googoplex gesagt, aber eigentlich mit zwei O's. Hey, was ist los mit dir? Nichts ist los mit uns. Ich trete in die Fresse. Hey, nimm mal deine Gesichter aus meiner Gesichte. Wie hieß denn der Comicbuchverkäufer, aber wie hieß denn echt? Er hatte einen Namen, ich habe keine Ahnung. Hey, Jabba the Fett, hast du eine Ahnung, wo ich das neue Bonestone 2 herbekomme? Ich hab keine Zeit mit dir zu reden. Ich muss meine Abneigung gegen den neuen McBain-Film ins Internet posten. Die Action war lächerlich und die Nacktszene war frustrierend kurz. Schnell, zum Fettmobil. Okay, wie du meinst. Aber müssen wir es so nennen? Ja. Foxstreber. Sei schneller als die Streber beim Java-Server. Von mir aus. Diese das Auto da rechts heißt auch Strebeauto, das werden wir leider freischalten. Ich werde es eh nicht benutzen. Oh, das ist sehr schlecht von mir gewesen. Aber das auch von ihm. Na großartig, jetzt verliere ich auch noch. Oh, komm. Hört auf mich so zu rammen. Erwischt! Ich bin richtig aus der Übung in diesem Spiel. Es tut mir leid. Früher war ich viel besser, da habe ich irgendwie jede einzelne Mission ohne irgendeinen Fehler gemacht. Du musst endlich mal Auto fahren lernen. Achso, scheiße. Wir müssen dahin. Das war echt klasse. Puh. Deine Suche nach Bonestone 2 ist ziemlich zwecklos. Professor Frink hat eine Nachricht in meiner Newsgroup alt.pelztierchen.fanfiction.net gepostet, dass er alle verbliebenen Videospiele aufgekauft hat. Ich wäre dir dankbar, wenn du in meinem Mittelklassewagen nicht stöhnst. Aber wir sind nicht mehr im Mittelklassewagen. So, der Wagen steht immer noch hier, aber wir können ihn nicht benutzen, wenn wir jetzt jeden Moment weggucken, dann ist er weg. Bam bam. Das habe ich immer gemacht. So, der Levelfortschritt, 3 Missionen haben wir schon. Straßenrennen müssen wir jetzt demnächst machen. Würde ich auch sagen, die beginnen wir. Denn... Hey, hallo, dann müssen wir das auch machen. Dann mache ich das lieber jetzt in der Mitte des Parts. Oder eher gesagt, während des Parts. Den wollen wir noch nicht unser Geld geben. So, die Straßenrennen sind alle ja hier, ne? Aber Ralph ist, glaube ich, das Letzte. Egal, wir beginnen mit Ralph. Wenn du gewinnst, schenken die Mannfrauen dir ein Auto. Na, mach schon. Rennen 3, Kontrollpunktrennen. Passiere als Kontrollpunkt und komme als Erster ins Ziel. 5, 5, 5, 4. Und wie schon bei 5, 5, 5, 4, okay. Wie schon bei einem anderen Rennen gesagt habe, sehen wir hier Lisa. Das heißt, wir bekommen im nächsten Kapitel Lisa als Fahrer. Als Spielfigur. Das war echt klasse. So, das ist auch Mill aus. Da ist das nächste Rennen dann. Wow, aber ich würde sagen, ich gehe danach erstmal zu Nelson. Tut mir leid, wenn ich mich heute ein bisschen langweilig anhöre. Es ist früh morgens. Und ja. Wo geht's lang? Links. Ja, das war cool. Ich finde, die Rennen sind wirklich was Besonderes. Die machen auch, keine Ahnung, ich finde die voll cool. Sind auch herausfordernd, finde ich. Muss man sich anstrengen. Aber das hier war Pipifax. Oh, gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Das erste haben wir abgeschlossen. Ich würde trotzdem gerne wissen, wo die letzte Wespenkamera ist. Die eine weiß ich ja. Die andere kann die dann. Die beiden wurden umgefahren. Wo die andere ist? Ich weiß es nicht. Muss ein bisschen suchen. Rowdy! Hatte auch mal das Gefühl, dass hier eine war, aber die ist hier. Hier ist anscheinend keine. Dann holen wir aber auf jeden Fall diese eine hier ab. Alles
die schon immer hier? So, bitte. Aber wo die letzte sein kann, weiß ich nicht. Die hier ist hier. Oh, die habe ich auch sehr schnell umgefahren. Alle Gags haben, ne? Eine Wespenkammer. Wo könnte die sein? Das ist die schlimmste Stadt von Amerika. Wo könnte sich eine Wespenkammer verstecken? Da oben waren wir schon überall, aber ich habe keine Lust, das alles nochmal abzusuchen. Wir haben schon alle Kleidung, ne? Ich denke schon. Ja, haben wir. Ist hier irgendwas? Nee. Ist dann hier etwas bei dem Donutladen? Hier waren wir ja auch schon eigentlich. Da oben war auch nichts, ne? Nee. Hier war auch nichts. Könnte die denn gewesen sein? Hier ist Krusty Burger. Aber hier ist, glaube ich, auch nichts. Nein, das sieht schlecht aus. Dann fahren wir nochmal jedes Gebäude hier ab. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das alles hatten. Oder ich gehe einfach mal hier auf den Springfield Park. Sorry, Herr Maulwurf, oder wie du auch immer noch heißt. Ich hatte auch mal das Gefühl, dass hier auch eine war oder zwei. Ich glaube, hier haben wir eh eine abgeholt, aber ich hatte das Gefühl, dass hier zweimal waren. Auf dem Parkplatz hier wahrscheinlich, vielleicht bei Roma? Nee, sieht schlecht aus. Da oben waren wir. Das war echt klasse. Okay, dann gehen wir erstmal zu Nelson. Nelson, was machst du denn hier? Dieser dümmliche Gemeindedienst. Dabei habe ich nur Martin im Quickie-Mart in die Salsa getunkt. Naja, hol dir deinen Führerschein und deinen blöden Preis da von den Idioten ab. Ja, okay, Kreisrennen. Dann absolvieren wir alle Runden und kommen als Erster ans Ziel. Drei und zwei und eins. Los! Frisst Asphalt, ihr Asphaltfresser. Reg dich nicht auf. Oh Gott, wie sie mich ran. Das ist das Schlimmste bei diesen Rennen, gerammt zu werden. So, zweiter sind wir schon mal. Lisa überholen wir auch gleich. Ja, hier gebe ich den Ton an. Wer bin ich? Bart, du bist Bart. Wer sollst du sonst sein? Nein. Oh, wie ich gesagt habe, Schlimmste. Zwei Runden haben wir noch, um Lisa zu überholen. Ich werde nicht verlieren. Noch nicht. Ich werde noch verlieren, aber nicht hier. Ah, so Schnitte nehmen, wie es geht. Ralf steht da auch irgendwie falsch. So, Lisa haben wir auch gleich wieder überholt. Ah, das war schön. Und in der letzten Runde sind wir. Jetzt darf nichts schief gehen. Wie so ein blöder Drift oder irgendein Schubser von Lisa. Okay, aber das haben wir, glaube ich, in der Tasche, würde ich sagen. Sieht gut aus. Sehr gut, Bart. Dieses Jahr kriegst du ein Geburtstagsgeschenk. Oh, wie nett. Das war cool, Mann. Endlich bekommen wir auch mal ein Geburtstagsgeschenk. Gut, dann fehlt uns noch ein Rennen, das ist bei Millhouse. Ja, ich habe das Gefühl, ich habe hier irgendwo auf diesem Platz was vergessen. Das, denn das kann man leicht. Ich gehe nochmal in jede Ecke. Hier oben waren wir, ne? Ja. Ich glaube, ich habe hier auch was vergessen. Dr. Nick ist hier. Also, hier die Affenklinik. Da waren wir. Verrückt. Das ist sicherlich hier. Irgendwo hier. Ich war's nicht. Puh, wo könnte es sein? Du solltest dich lieber verdrücken. Wenn ich es nicht rechtzeitig schaffe, oder sagen wir mal, ich find's nicht in diesem Part, dann werde ich
offscreen suchen und das dann im nächsten Part an den Anfang hängen. Wir fahren erstmal zum Millhaus, würde ich sagen. Millhaus war in die Richtung. Oh. Achso, hier sollen wir zu Professor Frink, genau. Hab schon beinahe seinen Namen vergessen. Vote vom Quimby. Meiner schrecklichsten Bürgermeister der Welt. So, Millhaus. Dann absolvieren wir mal das letzte Rennen, ne? Millhaus, was machst du denn hier? Ich dachte, um 4 Uhr wollt ihr dir Nelson auf die Fresse hauen. Ich hab's mir anders überlegt. Die Führerscheinstelle lässt uns alle diese dämlichen Rennen machen. Dieser Staat sollte mal ein paar Kinderarbeitsgesetze erlassen. Oh ja, Rennen 1 gegen die Zeit. 3, 2, 1. Millhaus ist immer Rennen gegen die Zeit. Ralph ist, glaube ich, immer so eine Runde. Oder eher so eine halbe, kommt drauf an. Und Nelson einen runden Rennen. Da. Die Rennen sind eigentlich die einfachsten. Auf Zeit würde ich sogar sagen, ist das Schwierigste, weil man kann immer einen Fehler bauen und dann kann man eigentlich nochmal von vorne anfangen. Aber hier am Anfang ist es noch verzeihbar, wenn man einen Fehler macht. So, wir haben 35 Sekunden für die letzte Runde und das sieht auch nicht so aus, als würde ich es nicht schaffen. Okay, 35 Sekunden war das 10. Mal gucken, wie viel ich denn für eine Runde brauche. Das waren jetzt 15 Sekunden. 20 Sekunden das nächste Mal für eine Runde. Wenn du zu Besuch bist, kriegst du gedünstetes Gemüse deiner Wahl. Oh, cool, danke. So weit hin, um Moos Wagen zu bekommen. Wir haben Moos Wagen freigeschaltet. Yay. Wie toll. Das sieht gut aus. Fahrzeuge fehlen uns noch 2. Ja, in der Bonusmission bekommen wir eine. Oh, sorry, ich bin gegen das Mikro gekommen. Und von Homer bekommen wir 1. Wo ist es denn da? Der Wagen. Das ist Moos Wagen. Oh, jetzt habe ich euch ein bisschen gespoilert, was wir hier für Wagen bekommen. Den Mr. Schneeflug und den und das Weltkriegs 2 Fahrzeug. Zweiter Weltkrieg. Sieht gut aus. Das Elektarus ist das schnellste Auto, was wir haben. Hat aber weniger Beschleunigung als der Ehrenroller. Der von Moos auch schneller. Egal. Gut. Im nächsten Part. Ich werde jetzt offscreen nach der Wespe suchen. Ah, nee, die ist hier, ne? Das war so cool. Die war doch hier. Hier war eine. Oder erst irgendwann anders. Oder ich hab die hier schon. Zeit mal ein bisschen Gummi zu geben. Nee, die ist doch nicht hier. Schade, ich dachte, ich hätte es. Gut, dann werde ich im nächsten Partner. Oder ich werde offscreen nach der Wespe suchen und es dann zeigen, wo sie ist. Und dann werden wir im nächsten Part die Bonusmission machen. Und die Mission. Und vielleicht werden wir ja schon fertig in dem nächsten Part mit dem Kapitel hier. Okay. Oder war hier eine Wespe? Nein, sieht nicht so aus. Okay, vielen Dank fürs Ansehen. Bis dann. Tschüss.